Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Glückherzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nimm die Motorabdeckung ab. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Batterie abzutrennen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Klemme vom Minuspol. Nimm sie dann ab. Löse die elektrische Verkabelung mit einem Flachschraubenzieher aus ihren Führungen. Trenne mit Hilfe einer Spitzzange den Entstörer von der Glühkerze. Tipp: Wir empfehlen dir, den Glühkerzenbereich mit einem dünnen, an eine Staubsaugerdüse geklebten Kunststoffschlauch zu reinigen. Bitte beachte, dass Glühkerzen extrem zerbrechlich sind und bei der Demontage oft beschädigt werden, insbesondere wenn sie noch nie ausgewechselt wurden. Wenn sie abbrechen, ist dies besonders problematisch, da die Spitze im Zylinderkopf stecken bleibt. Wenn du sie auswechseln willst, geben wir dir einige Tipps, um deine Erfolgschancen zu erhöhen. Trage einige Tage vor dem Vorgang etwas Kriechöl auf den Kerzenboden auf. Baue die Glühherzen bei heißem Motor aus und spritze sie mit einer kalten Sprühdose ein, um sie kleiner werden zu lassen und sie so möglicherweise zu lösen. Löse mit einem Steckschlüssel, einer Verlängerung und einem 10 mm Einsatz die Glühkerze langsam. Bevor du die neue Glühkerze einsetzt, musst du den Glühkerzenbereich noch einmal reinigen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bolkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Glühkerze zur Hand. Setze die neue Glühkerze ein. Und prüfe auf der Schachtel das empfohlene Anzugsdrehmoment. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bring den Entstörer wieder an. Klemme die elektrische Verkabelung wieder an. Schließe die Batterie wieder an. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.